Du denkst vielleicht nicht oft daran, aber Straßen gehören zu den komplexesten Infrastrukturen, die die Menschheit herstellen kann, und die Methoden, mit denen sie gebaut werden, sind gleichermaßen genial und überraschend faszinierend anzusehen. Vom Straßenbau in der Wüste bis hin zu Drohnen, die Schlaglöcher reparieren. Wir werfen einen Blick auf einige erstaunliche Straßentechnologien, an die du wahrscheinlich nie gedacht hast. Tigerstein. Hast du dich schon einmal über das perfekte Mosaik einer Straße gefreut, die mit Steinen gepflastert ist? Wenn ja, dann habe ich die perfekte Maschine für dich. Sie sieht zwar vielleicht aus wie ein riesiger Drucker, aber das ist der Tigerstone Road Paver. Es ist ein sich langsam bewegender, elektrisch betriebener Straßenfertiger, der die Straße entlang kriecht und dabei eine perfekt zusammengesetzte Spur von Steinen hinter sich herzieht. Die Arbeiter an der Maschine nehmen die Steine aus den Trichtern auf der Oberseite und legen sie auf die bewegliche Scherplatte, um sie im gewünschten Muster anzuordnen. Diese Platte transportiert dann die ineinandergreifenden Ziegelbänder mit einer Geschwindigkeit nach unten, mit der die Arbeiter leicht mithalten können. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass das Muster an Ort und Stelle bleibt, bevor es sanft auf die Fahrbahn gelegt wird, während die Maschine vorwärts rollt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, bei denen die Arbeiter jeden Stein von Hand auf die Straße setzen, spart diese Methode Zeit, Mühe und Rückenschmerzen für alle Beteiligten. Mit einer Breite von fast 6 Metern kann dieser Steindrucker mit nur 2 Personen knapp 306 Quadratmeter Pflaster pro Tag verlegen. Er kann aber auch so eingestellt werden, dass er kleinere Straßen pflastern kann, falls du nur ein wenig Land zur Verfügung hast. Warum kann mein Drucker keine Straßen drucken? Golden Gate Bridge Road Zipper. Die Rush Hour ist vielleicht der Fluch des Lebens für Autofahrer. In Ballungsgebieten wie San Francisco verlieren Pendler bis zu 5 Tage im Jahr im Stau. Aber, wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, gibt es eine Maschine, die dir dabei helfen soll. Es handelt sich dabei um die Golden Gate Bridge Barrier Transfer Machine, die auch den Spitznamen The Road Zipper, also der Straßenreißverschluss, trägt. Und du kannst dir vorstellen, warum. Sie wurde entwickelt, um die Position der Fahrbahnteile aus Beton oder Stahl zu verändern, die die beiden Verkehrsrichtungen voneinander trennen. Vor der Rush Hour verschiebt der Road Zipper die Barrieren, um den Autofahrern eine weitere Fahrspur zu geben und so den Stau in der verkehrsreicheren Richtung zu entschärfen. Das Fahrzeug verwendet einen S-förmigen, umgekehrten Förderkanal in seinem Fahrgestell, der im Grunde genommen ein leistungsstarkes Rollensystem ist, das die Barrieresegmente anhebt und sie in eine neue Position bringt. Das ist eine beeindruckende Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die gesamte bewegliche Barriere auf der 2,7 Kilometer langen Brücke aus 3200 Blöcken besteht und jedes Segment 680 Kilogramm wiegt. Das nennt man einen Hochleistungsreißverschluss. Electrion Wireless Electric Roads. Derzeit haben 14 Länder und über 20 Städte auf der ganzen Welt ein Verbot von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen vorgeschlagen. Frankreich, Norwegen, Großbritannien und sogar China bereiten sich darauf vor, von A nach B zu kommen, ohne den Fuß auf dem Gaspedal zu haben. Aber wie soll das möglich werden? Eine Möglichkeit bietet das Unternehmen Electrion, das sich auf die drahtlose elektrische Straße spezialisiert hat. Das israelische Unternehmen, das bereits in Projekten in Tel Aviv und Schweden eingesetzt wird, hat eine Straße entworfen, die Elektrofahrzeuge während der Fahrt drahtlos mit Strom versorgt. Diese Technologie wird durch den Einbau einer schmalen Kupferspule in bestehende Asphaltstraßen erreicht, die mit dem Stromnetz verbunden und mit der installierbaren Fahrzeughardware synchronisiert wird. Nach Angaben von Electrion kann die Installation einer Meile dieser Spule von Anfang bis Ende in nur wenigen Tagen durchgeführt werden. Ein Empfänger unter dem Fahrgestell des Elektrofahrzeuges, der mit Electrions dynamischen drahtlosen Stromübertragungssystem verbunden ist, ermöglicht es dem Fahrzeug während der Fahrt drahtlos Strom zu beziehen. Theoretisch sind so keine sperrigen Batterien mehr nötig und wenn das Auto nur auf solchen Straßen fährt, kann es unbegrenzt mit Strom versorgt werden. In Kombination mit einer wiederaufladbaren Batterie für netzunabhängige Fahrten könnte dies eine praktische Lösung für den Antrieb von Elektrofahrzeugen in der Zukunft sein. Next Trencher Trencher Disc. Von der Verkabelung bis zur Entwässerung. Beim Ausbau einer Straße muss viel ausgegraben und eingegraben werden. Und dafür brauchst du eine Maschine, die den Asphalt richtig durchschlagen kann. Die Next Trencher Trencher Disc D80 ist ein Hochleistungswerkzeug, das städtische Materialien wie Beton und Asphalt bis zu einer Tiefe von fast einem Meter durchschneiden und entfernen kann.
Normalerweise werden bei solchen Graben-Aushub-Projekten Aushubscheiben verwendet, die freiliegen. Aber wenn du versuchst, den Verkehr aufrechtzuerhalten, ist es das Letzte, was du brauchst, dass Steine und Trümmer in entgegenkommende Fahrzeuge fliegen. Stattdessen umschließt die Next-Trencher-Konstruktion die gesamte Oberseite der Scheibe, sodass der Verkehr nicht behindert wird und die Arbeiter sicher neben der Scheibe arbeiten können. Der Schutt wird über ein Förderband oder eine Kette zu einem Extraktor befördert, der die Fragmente dann am Straßenrand ablegt. Dank ihrer effizienten Bauweise kann die Scheibenfräse je nach Untergrund etwa 100 Meter pro Stunde fräsen. Und vielleicht ein bisschen länger, wenn jemand darunter fällt. Initiative für selbstreparierende Städte. Die Welt scheint heutzutage von Drohnen besessen zu sein und das kann ein bisschen anstrengend werden. Aber es gibt tatsächlich einige unglaubliche Einsatzmöglichkeiten für Drohnen, die du wahrscheinlich nie erwartet hättest, wie zum Beispiel das Reparieren von Schlaglöchern. Forscher der Universität Leeds haben eine Lösung vorgeschlagen, bei der Drohnen mit 3D-Druckfunktion Schlaglöcher ausbessern können. Obwohl es sich noch in der Konzeptphase befindet, könnte dies die Antwort auf das bedarfsgerechte Auffüllen von Schlaglöchern sein. Die Forscher haben erklärt, dass die Drohnen theoretisch in der Lage wären, Schlaglöcher auf einer gesperrten Straße zu scannen, um die Ausrichtung der Vertiefung zu ermitteln. Mit diesen Informationen können sie dann mit einer angeschlossenen Extrudermaschine Materialien wie Asphalt oder Teer in einem bestimmten Muster in das Loch schütten, um es glatt zu machen. Das hört sich alles sehr vielversprechend an und ich hoffe, dass die Technologie wirklich so gut ist, wie sie verspricht. ETI-Rollschränke. Verkehrsbarrieren mögen dir helfen, dich auf der Straße sicher zu fühlen, aber jeder, der schon einmal in einen Zusammenstoß mit einer solcher Barrieren verwickelt war, wird dir sagen, dass es keinen Spaß macht, sie zu treffen. Aber es gibt einen sichereren Weg nach vorn. Sieh dir das ETI Roller System an, das in Südkorea entwickelt wurde. Diese Konstruktion verhindert nicht nur, dass Fahrzeuge von der Straße abkommen. Die Rollen sind in der Lage, einen großen Teil der Aufprallenergie in Rotationsenergie umzuwandeln. Dadurch wird verhindert, dass das Fahrzeug die Leitplanke durchbricht und es wird stattdessen zurück auf die Straße gelenkt. Die Walzen selbst bestehen aus einem Material namens Ethylenvinylacetat, kurz EVA. Die gummiartige Struktur und das geringe Gewicht von EVA sorgen dafür, dass die Walzen nicht so leicht beschädigt werden, selbst wenn sie von einem schweren Fahrzeug wie einem LKW oder Bus getroffen werden. Das gesamte Design trägt dazu bei, das Fahrzeug vorwärts zu treiben, was auch herkömmliche Leitplanken tun, nur nicht so effizient. Solltest du also jemals frontal mit einer solchen Leitplanke zusammenstoßen, fahre einfach mit ihr. Geozellen. Um eine Straße von Grund auf neu zu bauen, muss man viel mehr tun, als nur eine Tonne Asphalt aufzutragen. Je nach Gelände musst du die Bodenerosion berücksichtigen und Methoden anwenden, die verhindern, dass deine hartgebaute Straße zerbröckelt. Aus diesem Grund verwenden einige Bauunternehmen Geozellen. Diese bestehen aus geosynthetischen Materialien, die so haltbar sind, dass sie das Bodenbett so verstärken, dass es einem Druck von bis zu 7556 Kilogramm pro Meter standhält. Das Zellendesign und die Basiskomponente können je nach Anwendung geändert werden. Das heißt, egal auf welcher Art Boden das Projekt geplant ist, Geozellen können dir helfen, die strukturelle Integrität zu erhalten. In diesem Falle wird eine Reihe von gestreckten, perforierten Zellen verwendet, um die Erosion des Bodens auf einer Autobahnschulter zu verhindern. Sie können aber auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden, zum Beispiel zur Stabilisierung von Sandfundamenten in Wüstengebieten. Das ist ziemlich beeindruckend und zeigt, dass jeder von Zeit zu Zeit von ein wenig Unterstützung profitiert, sogar Straßen. Python 5000 Schlaglochflicker. Schlaglöcher sind der Feind aller Verkehrsteilnehmer und können eine ganz normale Straße in einen ärgerlichen Hindernisparcours verwandeln. Sie werden so sehr verschmäht, dass der britische Automobilverband 2011 scherzhaft betonte, dass er die vielen Schlaglöcher in seinem Land satt habe. Um diese Geißel der Straßen zu bekämpfen, haben die Erfinder von Superior Road Solutions den Python 5000 Pothole Patcher entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden des Schlaglochflickens, die viel Handarbeit erfordern, kann der Pothole Patcher jedes Loch füllen und flicken, während der Fahrer bequem in der Kabine der Maschine sitzt. Der 5-Tonnen-Trichter hinter der Kabine nutzt ein Abgaszirkulationssystem, um den heißen Asphalt heiß zu halten oder kalten Asphalt auf einer Arbeitstemperatur von ungefähr 150 Grad Celsius aufzuwärmen. Der Asphalt wird dann in einen ausfahrbaren Arbeitsarm an der Vorderseite der Kabine geleitet und aus der Düse des Arms gespritzt. Der Asphalt wird dann von einem angebrachten Rechen eingeebnet, bevor er von der Walze des Arms in das Loch verdichtet wird, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Außerdem behauptet Superior Roads, dass der Python 5000 dreimal schneller als eine dreiköpfige Mannschaft, die die gleiche Arbeit erledigt ist. Plötzlich sieht es so aus, als ob wir den Krieg gegen die Schlaglöcher gewinnen könnten, aber vielleicht müssen wir uns dabei vor unseren robotergesteuerten Schlaglochsanierern verbeugen.
Powerkörper 7700. Sind dir schon mal die langen, ununterbrochenen Reihen von Betonbarrieren aufgefallen, die manchmal an Autobahnabschnitten vorbeiführen? Da sie so lang und ununterbrochen sind, hast du dich vielleicht gefragt, wie sie dort überhaupt hinkommen. Sie werden auf der Baustelle durch eine sogenannte Gleitschalung hergestellt, bei der Zementbeton gegossen und von einer kontinuierlich arbeitenden Maschine geformt wird. Wenn du diese Methode mit einem weiteren mechanischen Einfallsreichtum kombinierst, erhältst du den Powerkörper 7700. Er verfügt über einen Teleskoprahmen, mit dem die Maschine die dreieckige Form zweier Metallgitter überspannen kann. Sobald die Maschine in Position ist, wird der Zementbeton über ein Förderband in das Schalungshaus geleitet, wo er mechanisch auf den dreieckigen Metallrahmen aufgebracht wird. Während sich die Maschine langsam bewegt, fließt der Zementbeton auf den Rahmen und wird geglättet, sodass eine nahtlose Autobahnschutzwand entsteht. Mit dem Förderband, den Raupen und der Spreizvorrichtung kann diese Maschine ein kolossales Gewicht von rund 36.000 Kilogramm erreichen. Aber natürlich lässt der Powerkörper sein Gewicht nie zu einem Hindernis werden für den Erfolg. Gomaco. Wenn es um die Könige der Gleitschalungsmaschinen geht, steht ein Unternehmen namens Gomaco an der Spitze. Ihre kolossalen Maschinen liefern je nach Projekt verschiedene Arten von Pflastersteinen, können aber auch für die unmöglichsten Projekte maßgeschneidert werden. Was du hier siehst, ist ein Gomaco GP3 Gleitschalungsfertiger, der für den Einbau von Bodenbelägen mit einer Breite von bis zu 9 Metern ausgelegt ist. Er funktioniert, indem eine abgemessene Menge Beton vor dem Fertiger platziert wird, der dann auf einer bestimmten Höhe verteilt, geformt und verdichtet wird. Aber Gomaco stellt nicht nur Gleitschalungsmaschinen in Einheitsgröße her. Sieh dir nur diesen maßgeschneiderten GP2600 an, der beim Bau des Batman-Kanalsystems in der Türkei benutzt wurde. Nein, nicht Batman. Batman! Dieser vierspurige Gleitschalungsfertiger wurde mit einer trapezförmigen Schalung konstruiert, die für unterschiedliche Neigungen und Tiefen eingestellt werden kann. Außerdem wurde eine Arbeitsbrücke hinter dem Fertiger installiert, damit die Arbeiter den geformten Zementbeton von Hand glätten können. Trotz der Komplexität erreichte die Gesamtproduktion eine beeindruckende Rate von 600 Metern pro Tag. Das ist knapp die Hälfte der Hauptspannweite der Golden Gate Bridge. So ebnet man sich den Weg zum Erfolg. Leeboy 8500. Das Verlegen einer Asphaltstraße ist eine ziemlich häufige Bauaufgabe, aber welche Maschinen kannst du einsetzen, um den Asphalt auf deiner Einfahrt neu zu beschichten? Mach dich bereit für den Leeboy 8500. Diese Maschine gehört zu einer speziellen Serie von Förderasphaltfertigern, die zu den effizientesten auf dem Markt gehören. Bei Asphaltfertigern wird der Asphalt über ein Förderband vom Trichter zu einer beheizten Schnecke transportiert. Die Schnecke legt dann eine abgemessene Menge des erhitzten Asphalts vor der Bohle ab, was ein schicker Name für ein Werkzeug ist, mit dem Materialien geglättet werden. Das Praktische am 8500 ist, dass er eine 4,5 Meter breite Bohlenaufstandsfläche hat, die perfekte Größe, um Asphalt über Oberflächen wie Einfahrten zu ziehen und eine saubere Oberfläche herzustellen. Und mit dem 7,5 Tonnen Behälter kann er eine große Menge Asphalt in einem Zug einbauen. Perfekt für den Fall, dass dich an einem Samstagnachmittag der berechtigte Drang packt, eine Straße zu bauen. Hat dich eine dieser erstaunlichen Straßenbautechnologien überrascht? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.